Namenswerte auf der nächsten Insel, ja eben, deswegen. Alles easy machbar. So, wie viele wilde Pokémon werde ich sehen, während ich hier durchrenne? So. Wie gesagt, wenn du Pichu ganz safe, wenn du safe die Freundschaft erhöhen willst, dann renn einfach die ganze Zeit von links nach rechts. Am besten noch mit der Sandglocke, weil das erhöht auch die Freundschaft. Mama, heil meine Pokémon! Mama, meine Pokémon sind schon wieder verletzt! Wie macht meine Mutter das eigentlich? Was hat sie für Fähigkeiten, dass sie dazu in der Lage ist, unsere Pokémon zu heilen? Iceridium. Oh ja, das waren noch Zeiten. So, Pokémon Center, ich klicke das jetzt hier einfach weg. Ich weiß, wie ein Pokémon Center funktioniert, Leute. Ich weiß das, okay? Ich weiß das wirklich. Ich bin schon groß! Alt. So. Hey, der Typ da links. Der, ach, der gibt mir bestimmt das Wuffels. Lily, ich danke dir vielmals. Doch, ich weiß schon, wie das geht, Mann. Ich weiß auch, wie das geht, Lily. Ich weiß, wie alles funktioniert. Musst du mir alles nicht erklären. Mutter nur so, ich hatte deine Pokémon, ich will nichts dafür haben. Bitte nicht. Also, nichts dafür haben wollen ist okay, aber die Konsequenzen, die das haben wird, die will ich nicht tragen müssen. So, hallo, schenkst du mir was? Hallo, schenkst du mir was? Ich habe ihn aus Versehen nochmal angesprochen. Du gibst mir aber einen Wuffels. Schönen guten Morgen, ich habe eins geschenkt für dich. Ich will es annehmen. Gib mir das Geschenk! Wuffels erhalten. So. Groovy. Warum gibt es den Namenswert überhaupt noch? Vielleicht war das mal technisch nötig, aber mittlerweile... Hä? Wieso? Ach so, du meinst, damit man, dass man nicht einfach so benennen kann auf dem PC. Ja, das stimmt tatsächlich. Wahrscheinlich wurde es einfach aus Nostalgiegründen behalten oder so. Reibt es seinen steinernen Fellkragen an einen Trainer, ist es ein Zeichen seiner Zuneigung. Da jedoch scharf ist, besteht Verletzungsgefahr. Richtig gemein, das Wuffels. So. Leute, ihr seid dran. Los, Leute! Wie sollen wir das benennen? Wie sollen wir es benennen? Was für ein tolles Geschenk von Wuffelzigkeit her. Ganz bestimmt nicht Ummel. Schnuffel, Pluto, Ben, Ummel. Fafnir, Rex, Brutus, Stoned. Wuffy, Lordi, Talion. Nenn es Talion. Alter, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Ich nenne es Talion. Ich sag euch warum, Leute. Talion ist auch ein Glücksknilz, also ein User hier aus unserer Community. Hallo Talion, Talion GT heißt der Gute hier. Ups, ich habe fast Sugar verschrieben. Und Talion hat, als wir alle so im Shiny-Handfieber waren, hat auch versucht, sich einen Shiny-Wuffels zu breeden. Und hat es tatsächlich nach mehreren tausend, wenn ich das richtig im Kopf hatte, nicht bekommen. Das heißt, ich kecke ihn jetzt damit richtig an. Richtig, richtig gemein. Chinkas 570, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Ultra-Glücksknilzen. Vielen Dank. Ja, genau, Talion nenne ich das deswegen, weil er es nie geschafft hat. Einfach, einfach so. Wie gemein. Ja, schon ein bisschen, aber Talion hat das verdient. Sogar Sui ownt dich, Tali. Das ist schon, Talion wird dauernd von mir geownt, der kennt das schon. Fokusband, Alter. Und den Donnerzahn. Richtig, goldene Zeiten. Nach eines der Attacke goldene Zeiten verdoppelt sich das Preisgeld. Erstmal vergessen lassen, sobald wir die Chance haben. Natürlich alles falsch einsortiert hier. Sehr schön. Talion Suikek. Ist so. Oh, Talion, ich habe nur die Geschichte da. Alles okay. Alles in Ordnung, Talion. Alles in Ordnung. Schön, Level 10. Heftig. So, was ist mit dir? Ich will mal gucken, ob es eine neue Pokémon Center Heilmelodie gibt oder so. Deins kann Feuerzahn. Wovon ist das denn abhängig, welchen Zahn das Wuffels kann? Alles das gleiche. Halbe wieder da. Hab ich viel verpasst. Wir haben gerade unser Wuffels abgeholt und sonst hast du eigentlich nur Tutorial verpasst. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, weil wir müssen die verdammte Trainerschule noch machen. Und dann sind wir endlich frei. Also nicht komplett, aber wesentlich freier als vorher, sage ich mal. Dann sind wir freier. Genau. Taschengeld, 35.000 Pokédollar übrigens. Ja, das ist ein nettes Taschengeld, nehme ich gerne. In Mond Donnerhall und Sonne Feuer. Achso. Donnerhall?
Ich nehme an, das soll einfach Donnerhalt heißen. Donnerzahn, Feuerzahn, Sonne. Okay, okay, okay. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Lilly, die Trainerschule. Nur noch die Trainerschule. So, ein wildes Ausrasthaus. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen mehr Texturen hat? Du Arsch, Wassertalion. Alles nur zu deinen Ehren, glaube ich, oder so. Keine Gedanken machen, gehen wir hinein. Let's go inside the building. Thank you very much. Zahn, Autokorrektur. Okay, ich dachte schon, der Donnerhall. Das wäre mal eine geile neue Attacke. Donnerhall! Erzeugt das Geräusch eines Donners. Mehr macht es nicht. Nur noch Trainerschule, denkt er. Lull. Ey, Lyra, mach mir keine Angst, bitte. Mach mir keine Angst, ich habe schon Angst. Siehst du, wie angsterfüllt mein Gesicht aussieht? Oh, Alice, ich muss wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Ein Muss für alle aufstimmende Trainer. Ich will irgendwie die ganze Zeit abdancen, wegen der chilligen Musik. Aber Professor Kokui, das ist das Mädchen, das den Unterricht halten soll. Genau, es darf sich übrigens ruhig etwas anspruchsvoller, es darf ruhig etwas anspruchsvoller sein für Alice. Ich verlasse mich auf sie. Hard Mode. Vier Trainer. Deine Aufgabe ist es, hier gegen vier Trainer zu gewinnen, Alice. Die Erfahrungen, die du dabei sammeln wirst, werden dich in deiner Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrungen rede. Danke für den OP, Tyler. Perfekter Übergang. Ey, dieser Kukui, Leute. So ein Pfundskerl, der Meister der Überleitungen. Wenn der EP-Teil eingeschaltet ist, erhalten nach einem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an. Sieht vielleicht harmlos aus, aber alle ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar ein Captain. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn du einmal gegen Pokémon kämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv... Ja, weiß ich. Weiß ich auch. Danke. So, also seid mit Burst, aber diese ganzen... Immer wenn irgendwas zur Spielmechanik erklärt wird, muss ich das einfach wegklicken, sonst werde ich wahnsinnig. Mein Roto ist schon wieder müde. Was willst du eigentlich? Hier. Du hast mir ins Auge getan. Staffel liebe ich dich. Huch. Hatten wir nicht hier damals hier ein paar super harte Kämpfe bei unserer Nuzlocke, bei Gilberts Herzog-Abenteuer? Irgendwie... habe ich das so im Kopf. Ja, bescheues Wuffels. Ja, großartig. Alle ihre Trainer sind starke Trainer. Geht, ne? Ja, geht schon wirklich so. Hättest du sagen müssen, geht so. Los, Cthulhu mit Schreibfehler! Komm zurück, Cthulhu mit Schreibfehler! Rhabarber muss regeln. Mama, Rotom ist schon wieder müde! Guten Abend, Herr Shomaru. Spielst du blind oder hast du Ultrasonne schon vorgespielt? Ich spiele komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Abgesehen von dem, was ich durch Sonne und Mond natürlich schon weiß. Aber Ultrasonne und Mond spiele ich gerade das allererste Mal. Steht aber übrigens auch im Titel unten? Oder ist der Titel oben? Unten bei YouTube ist der Titel unten. Ich weiß nicht, ob es bei Twitch auch so ist. Keine Ahnung. Der Titel. Irgendwo steht er hier. Rübe, Baby Rage. Warte, die ist ja tot. Oh Gott. Ach, der EP-Teil ist angeschaltet. Ich will ihre Animation sehen. Bim, 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 bim. Ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich mag das, dass das so aussieht dann danach. Auch unten bei Twitch, okay. Pokémon Schwarz-Weiß soll Link lässt grüßen. Haben wir da einen Pokémon Cthulhu genannt? So, mein lieber Herr Gesangs-EP-Teiler. Aus. Brauche ich jetzt aktuell nicht. Ich mag das Kampfmenü total. Ich auch, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Oh, Schist. Schist, Leute, vor allen Dingen. Seht ihr das? Es ist die Festival Plaza. Ich mach kurz mal hier diese ganzen Sachen anklicken, damit da nicht mehr neu steht. Mein lieber Herr EP-Verein. Generell, das Layout und so alles sieht alles echt sehr, sehr schnieke aus. Weißt du, was doch tot ist, Chris? Der Kanal. Tschö, tschö. Ach ja, herrlich. Dieses Meme-Video von, ich glaube, du bist doch sogar im Mysterium oder so hieß der User, ich weiß es gerade nicht mehr, Entschuldigung. Großartig. Großartig, was da fabriziert wurde. Was will ich denn noch da auf der Seite haben? Poco Pokédex, Beutel, Trainerpass, Passwort, so Sofortlink. Ja, der kann eigentlich weg.
So. Der kann nach oben. Das auch. Okay. So, die Festivalplatzer klicken wir an. Aber noch nicht jetzt. Einfach nur. Vielleicht in der Hoffnung, dass sich irgendwas daran geändert hat. Ich weiß es nicht. Wie viele Abos hat eigentlich Zoo Adventures mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, du. Das letzte Mal. Ich hab nicht mehr drauf geguckt. Musste Ikre fragen, der hat das dokumentiert. Das Magnus Opus an Memes dieses Jahr. Ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also ist auch. Ich habe es auch schwerst gefeiert und guckst du immer mal zwischendurch an. Was? Und wer hat jetzt gewonnen? Wasser oder Pflanze? Welcher Typ gewinnt? Wasser oder Pflanze? Pflanze. Oh, richtig, Leute! Du hast völlig recht, jetzt erinnere ich mich. Echt toll, was du alles weißt, Mann. Alter, da hat mich ein Schleimer. Da hat mich gerade übelst ein Slimer angegrunzt. Meterion, genau, das war der User. Meterion, der hat das gemacht. Sehr, sehr cool. Welches Meme-Video geht es denn? Wie gesagt, von Meterion muss man auf Twitter gucken, da hat das geteilt. Du bist schon ein schlauer Kerl. Geht so, ne? Hallo du da, willst du kämpfen? Für die Giftwolke mache ich mich bereit, Alter. Fart-Jokes in Pokémon, Leute. Es ist soweit. So. La 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 la. Knirps Alex fordert dich heraus. Warum ist Eis nicht effektiv gegen Wasser? Kommt drauf an, wie man es auslegt. Man kann es ja eigentlich bei vielen Typen auslegen, aber eigentlich hast du recht. Das ist merkwürdig. Ich würde eigentlich auch denken, Eis ist. Also so rein von der Logik her, Eis ist effektiv gegen Wasser, weil Eis Wasser quasi zu Eis macht. Wenn du es einfrierst, halt logischerweise. Im Endeffekt werden es wahrscheinlich Balance-Gründe sein, nehme ich mal an. Gibt ja Gefriertrockner, ja. Klar, aber, ne? Theoretisch müsste, ja, da steht gerade, Siedewasser müsste theoretisch auch effektiv gegen Eis sein und so ein Kram. Und wenn du es ganz genau haben möchtest, müsste Wasser auch sehr effektiv gegen Stahl sein. Weil es rosten kann, theoretisch. Also, müsste nicht, aber so könnte man es begründen, sage ich mal, ne? Au. Also das meiste kann man sich schon irgendwie herleiten, finde ich tatsächlich so. Es ist Edelstahl, okay. Der Slimer boxt mich einfach richtig heftig weg. Psywelle auf Mankey ist nur neutral effektiv. Habe ich was verpasst? Ja, weil Psywelle kein richtiger Psychoangriff ist, sondern Fixschaden macht. So ein bisschen wie Nachtnebel. Aber Eis schmilzt auch zu Wasser und Wasser lässt Eis schmelzen. Wahrscheinlich ist das dann irgendwie so der Ausgleich dafür oder so. I guess. Magolofonin sieht komisch aus. Wieso sieht's komisch aus? Alter Schmarotzer, so früh schon. Junge, das ist mein Cthulhu, richtiger Schmarotzer. Not bad, not bad. Da man eine Pflanze auch überwässern kann, könnte Wasser eventuell auch gegen eine Pflanze... Ja, genau deswegen meine ich halt. Es ist halt je nachdem, wie es aussieht. Theoretisch könnte Feuer auch gegen Wasser effektiv sein, weil eine riesige Feuerwalze so eine kleine Pfütze einfach verpuffen lässt. Versieden lässt, so. Ich weiß, wie das funktioniert. Danke, kleiner Junge. Was gibt's denn hier für wilde Pokémons? Gibt's hier was Neues? Oder wieder nur Magnetilo und Slimer? Aber Magnetilo hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. What? The fuck? Einfach mal so Zoroa. Krass, okay. Was war das gerade für ein Effekt? Was war das für ein Effekt gerade? Ganz ehrlich, was war das für ein Effekt? Okay, suddenly Zoroa. Ich hoffe, das kill ich jetzt nicht aus Versehen. Nium, 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 nium. Das war dein Rotom-Dex. Ja, schon klar, aber warum hat er das gesagt? Ich bin so verwirrt! Ich bin so verwirrt! Ah, nicht hauen! Pokédex-Scan. Wir werfen einfach mal einen Ball. Story-Event? Keine Ahnung. Ich habe
Ich kenne das Spiel nicht. Aber das nehmen wir nochmal mit, würde ich sagen. Okay. Ich habe mir schon die Hände gerieben. Tschüss, Iskala. Hau rein. Wilde Zora, noch 2 Stunden. Ja, ne? Ist krass. Los, Talion. Hau rein mit deinem Fokusband. So, Talion, dann hau mal ein Biss raus. Sehr gut. Flinch? Das war kein Flinch. Gut, dann werfen wir jetzt einen Ball. Wir werfen so heftig einen Ball, Leute. So, ich reib mir wieder die Hände. Sehr gut. Sehr gut. Hau rein mit deinem blauen Fail. Wait, what? Fokusband ist die neue Meta. Einfach mal zur Ruhe gefangen. Voll geil. Richtig, richtig nice. Sind das eigentlich auch neue Pokédex-Einträge? Wie viele Pokémon gibt es denn jetzt im Pokédex eigentlich? So, wenn man einem normalerweise geschwätzigen Kind begegnet, das plötzlich keinen Ton mehr spricht, könnte es ein verwandeltes Zoroa sein. Könnte. Oder einfach nur ein Kind, was keinen Bock hat zu reden. So, wir nennen es mal wieder Razor. Jetzt passt es natürlich besser denn je. So, jetzt kommt wieder... Razor wird ohne I geschrieben! Nein, wird es nicht. Also jedenfalls nicht der Name. Zoro hatte 30% Chance tatsächlich. Krass. Aber trotzdem, dieses Tschung, da habe ich nie zuvor gesehen. Das war interessant. Mal gucken, was es hier noch zu gibt, ne? Schauen wir mal. Hey, ein Zoroa! Nein, Razor wird so geschrieben, verdammt nochmal. Ich rede von dem Poketuber Razor. Mann, verwirrt mich nicht. Etwas nicht mögen heißt doch nicht gleich stark dagegen zu sein. Das ist korrekt. Um was geht's? Schon wieder Zoroa. Ein Zoroa. Ey, Alter. Ich Resident Sleeper Instant, weißt du? So, tschüss. Habe ich mal ein Eis-Pokémon früh im Spiel? Wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt gleich ein Eis-Pokémon. Genau jetzt. Pass auf. Da ist es. Guck dir dieses Eis-Pokémon an. Du bist kein Eis-Pokémon, Mauzi. Könntest du dich... Super weird, schon wieder so ein Scan da irgendwie. Lalalala. Sehen wir, ob es auch nicht schlecht ist. Es gibt echt keine Magnetilo mehr, Leute. Ich werde tief betroffen sein, wenn dem so ist. Ich suche es noch zweimal. Gab es hier überhaupt Magnetilo vorher? Zoroa 1, Pogchamp. Zoroa 2, Woodface. Zoroa 3, Fungineer. Wir sind feenstark gegen Drachen, weil Feen quasi Magie ist. Höchstwahrscheinlich. Also das kann ich, finde ich, schon irgendwie nachvollziehbar. Und Balancing. Ich will ein Magnetilo! Das ist kein Magnetilo! Zoroa 4 ist Dead's Game. Achso, wenn man ein Pokémon noch nie gesehen hat, dann kommt das immer dieser Effekt. Ah. Ich dachte, das wäre was, haben wir total, was total Besonderes bekommen gerade. Ich will Magnetilo. Mama, ich bekomme kein Magnetilo. Voll gemein, oder? Richtig fies vom Spiel. Ich kann nicht mal weglaufen. Zoroa 200. Richtig Brokeback. Wenn jetzt noch mal ein Zoroa kommt, Leute. Kommt doch ein Zoroa. Das ist kein Zoroa. Aber auch nicht, was ich will. Moment. Ich wurde angeschrieben. Okay, das ist sehr viel Text. Das kann ich auch später durchlesen. Tja, Leute, ne? Sowieso wilde Smogon, Magnetilo. Wer? Gibt es hier Smogon? I'm really feeling it.
Du kriegst nur Magnetilo, aber dafür kein Zoroa. Fields Batman. Sollen wir tauschen? Yeah! Okay. Boah, ich hab mich grad schon wieder erschrocken, ne? Jedes Mal dieser Effekt. So. Magnetilo. Tja, jetzt muss ich dich noch irgendwie schwächen, mein Freund. Lebensstelle. Vielfach effektiv, aber es ist nur eine Lebensstelle. Das wirst du schon überleben. Wenn es jetzt stirbt, dann dürft ihr mich auslachen. Easy. So. Schön. Thor, Sui, Servus. Okay, ich habe einen Namen. Danke, Ikre. Nennen wir es halt so. Dann nennen wir es halt Thor. Yay! Jetzt bin ich der glücklichste Mann der Welt. Fun-Genier. So, yay! Schön. Ja, Kneifer. Gut, dass du gerade das Pokémon gefangen hast, wegen dem du jetzt rausfliegen wirst. Für Magnetilo gibt es einen krassen Eintrag. Das Bild ruckelt manchmal, bei mir nicht. Seit Stromleitungen zu mir unterirdisch verlegt werden, stürzt sich mehr und mehr Magnetilo direkt auf die Kraftwerke. Ich spiele ja direkt über die Capture Card. Ich gucke ja gar nicht auf den DS, sondern direkt auf das gecapturte Bild. Kann es vielleicht sein, dass dein Stream ruckelt? Oder laggt es bei allen? Beziehungsweise, ab und zu kommt es durchaus mal vor, aber das liegt einfach daran, dass die Capture Card steinalt ist. Mich wundert es überhaupt noch, dass die noch funktioniert tatsächlich, muss ich sagen. So. Gut. Tor. Ich habe gerade übelst mit meinen Fettfingern auf meine Brille gedatscht, Leute. Das muss behoben werden sogleich. Das muss behoben werden. Rosa Pfirsich, danke dir für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. So. Hätte es mir nicht gesagt, gleich ist die Karte kaputt. Ach, wird schon nicht passieren. So, ich gehe mal kurz zum Pokémon Center. Denn ich möchte Marbula rausnehmen. Denn wir haben jetzt Magnetilo. Ich meine Marbula und vor allem Donarion. Cooles für Elektro-Pokémon auf jeden Fall. Aber wir können Magneton haben. Dann nehme ich doch lieber Magneton. Ist PMD jetzt zurück? Nein, ich habe Urlaub in Alola. Und jetzt bin ich wieder in einem Team gelandet. Verdammt nochmal. Damn, 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 damn. So, tschüss Kneifer. War nett mit dir. Scheu. Wäre es sogar gewesen. Das ist cool. Nee, meins ist mutig. Talion. Niedrig erinnert, aber immer höherer Angriff. Das ist ganz cool. Sacht. So. Erstmal voll aus dem Urlaub gerissen, den guten. Und den Rest des Teams lasse ich, glaube ich, sogar so. Ich finde das eigentlich ganz nett gerade. Ich werde eh immer, je nachdem, auf welches Pokémon ich gerade Bock habe, das Team rein- und raustauschen und so weiter. Tor und Sacht. Ja, ne? Geht so. Ist extrem, dass Marbula sich erst so spät entwickelt. Hier aber jetzt nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Jetzt nicht mehr. Also es gibt es zwar bei den Kraftwerk quasi. So, muss kurz was tippen.